So, meine Gefangenen, das Essen kommt. Juhu, Essen, ja, ich freue mich schon. Nicht Sie, Herr Polizist. Ha, die Gefangenen kriegen das Essen und... Oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ich bin ja gerade auf der Arbeit als Polizist und die Gefangenen kriegen Essen. Hier, bitte schön, lecker Hühnchengrütze mit Cola. Oh, das Essen schmeckt hier super scheußlich, Freunde. Ich will das nicht essen, das schmeckt scheußlich. Ja, hast du Pech gehabt, nicht mein Problem. So, schönen guten Tag, Essen, Essen, Essen. Ja, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Träumchen auf das Essen, das schmeckt super lecker, das Essen. Ja, wenigstens einem, den was schmeckt. So, Freunde, du kriegst auch natürlich ja dein Essen. So, bla bla bla, du kriegst auch. Okay, hier ist keiner mehr in der Zelle drin, perfekt. Und hier, ihr kriegt natürlich auch was zum Essen. Njam, 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 endlich ein bisschen was zum Essen, Kleiner. Oh, ja. Kannst du uns noch einen Gefallen tun? Nerv mich nicht. So, tschüss. Ich will auch mal fertig werden mit meiner Arbeit. So, Freunde, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben es jedem Gefangenen hier ein bisschen was zum Essen gegeben. Oh, oh Gott, schnell die Türen alle hier schließen. So, alles sieht hier in Ordnung aus. Keiner ist ausgebrochen. Und ich werde angerufen und warte mal los. Hallo? Hey, Santi, ich bin es. Und wann kommst du von der Arbeit nach Hause? Ich komme gleich, Santi. Ich bin gleich fertig. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ich bin gleich bei dir, okay? Okay, bis gleich. Aber beeil dich bitte. Oh ja, okay, gar kein Problem. Okay, tschüss. Okay, tschüss, hier Polizisten. Ich verabschiede mich von euch. Ich verabschiede mich von euch. Ihr macht das schon alleine. Hey, was? Du gehst jetzt schon. Du hast jetzt schon Feierabend. Ja, ja, ja. Ich habe meinen Job heute erledigt. Dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen jetzt ab nach Hause. Und warte mal. Hey. Keiner, stehen geblieben, komm keinen Schritt näher, los, steig in unseren Wagen. Wer seid ihr? Lass mich in Ruhe, was wollt ihr von mir? Los, haben wir gesagt, oder wir schießen, einsteigen sofort, Kleiner. Auf gar keinen Fall, Freund, wir werden niemals einsteigen, wir müssen hier entkommen, wir rennen hier weg und weg, Jod. Stehen geblieben. Ah, Freund, ich wurde getroffen. Ich will nicht schlafen gehen. Doch, Kleiner, es ist schon super spät. Es wird Zeit für ein kleines Mittagsschläfchen für dich. Komm, stell dich nicht jeden Tag so an. Aber ich will. Und du wirst mich niemals ins Bett bekommen. Lass mich los. Lass mich los, Mama. Hilf, ich bin entführt. Psst, ja, Kleiner, sei jetzt nicht so laut. Meine Güte, stell dich nicht so an. Wir gehen jetzt ins Schlafzimmer und du schläfst jetzt ein bisschen. Mama, wie oft soll ich noch sagen? Ich bin nicht müde. Ich werde nicht schlafen. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Der schläft immer im Stehen ein, der Kleine. So, ganz, ganz leise, vorsichtig aus dem Schlafzimmer rausgehen. Und hey, Freunde, ihr seid ja auch da. Ich habe gerade den kleinen Santino in das Mittagsschläfchen gebracht. Der Kleine muss jetzt auch mal ein bisschen schlafen. Aber wo bleibt denn Santi? Er sollte doch eigentlich jeden Moment kommen. So, wir gehen mal nach unten. Und Santi, hallo? Ach Mann, es ist schon sowas von spät. Er wollte doch schon vor 5 Minuten da sein. Santi, wir gehen mal nach draußen schauen. Ist er vielleicht bei Vitamine oder sowas? Wir klingeln mal ganz, ganz schnell an der Tür. Hallo, ist hier irgendwer? Nee, die Tür ist wieder offen. Es ist der Tag der offenen Tür bei Vitamine. Wie immer, aber wo ist Santi? Hey, habt ihr vielleicht hier irgendwie einen Jungen? Habt ihr hier einen gesehen, der so aussieht wie ich mit so einem lilanen Hemd? Holzhacke, nicht muss Holz trocken und... Ich glaube, die sind mir nicht so eine große Hilfe. Hey, hallo! Hört ihr mich überhaupt? Ach, die haben irgendwas auf, das ich nicht höre. Och, die Vögel zwitschern heute wieder super schön. Och, Manometer, ey. Das kann ja nicht sein. Sind ihr sollte doch bei der Polizeistation sein. Warte mal, was ist denn hier? Das ist doch Blut, Freunde, aber ganz, ganz frisch. Das ist so... Ein paar Minuten passiert. Oh nein, was ist hier passiert? Irgendwas Schreckliches muss es passiert sein. Nicht, dass es Blut von Santi ist. Freunde, schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. Von wem ist das Blut hier? Das würde ich super doll weiterhelfen. Und wenn du mir dabei helfen willst, zu finden, wo Santi ist, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Also alle, die das Video liken, Freunde. 3, 2, 1 und jetzt einen Daumen nach oben. Und wenn du jetzt das Video geliked hast, dann werden wir schon zusammen schaffen, Santi zu finden. Du musst mir wirklich dabei helfen. Ich werde es alleine ohne deine Hilfe niemals schaffen, aber... Freunde, ich glaube, das Blut ist von Santi. Irgendwas Schlimmes muss hier passiert sein. Und warte mal, ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Santi hat sich gestern von seiner alten Freundin Tina getrennt. Und sie hat gestern gesagt, es wird Rache für alles geben. Und
Oh nein, nicht, dass Tina ihn entführt hat oder ihn irgendwas Schlimmes angetan hat. Freunde, 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 wir müssen Santi retten. Oh Gott, eigentlich darf ich nicht in sein Lamborghini fahren. Aber ich werde schon nichts kaputt machen. Wir müssen Santi retten, Freunde. Oh, wie fährt man das Ding denn? So ganz, ganz schnell. Ab geht es zu Tinas Haus. Oh, ich hoffe, Santi geht es gut. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ja, bitteschön, ihr habt ihr den Idioten. Schau mal, Tom, wer dort hier angekommen ist. Oh, Santi, unser Plan ist wirklich aufgegangen. Warte mal, Tina, du steckst dahinter. Du hast mich entführen lassen, oder wie? Ach, Santix, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich mit mir Schluss machen und dich mit mir mit deiner Freundin anlegen. Aber du wolltest nicht anders. Du hast mit mir Schluss gemacht und jetzt wirst du eine ganze Rache bekommen. Ey, kleines Mädchen, was kriegen wir jetzt dafür, dass wir den Jungen geschnappt haben? Los, her mit dem ganzen Geld, was du versprochen hast. Ja, das ist natürlich hier gar kein Problem. Hier habt ihr einen Koffer mit ganz viel Geld. Hier, bitteschön. Okay, eure Aufgabe ist damit erledigt. Vielen Dank euch. Okay, wir sind erstmal weg. Tschüss. Ha, Tina, ey, ich hätte nicht gedacht, dass unser Plan wirklich aufgehen wird. Da haben wir den Idioten, ja. Warte mal, Tom und Tina, was macht ihr mit mir? Was wollt ihr von mir? Ach, Santix, bist du etwa wieder mit deiner neuen Freundin Santine zusammen? Ja, lass mich jetzt in Ruhe, Tina. Wir sind kein Paar mehr. Wir sind nicht mehr zusammen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Das denkst aber auch nur du. Komm mal mit, Santix. Ich habe was ganz Besonderes mit dir vor. Aua, aua, was ist das denn hier? Was ist denn mit dir los? Hey, hör auf, mich auszulachen. So, Tom, schnapp ihn dir. Du wirst jetzt erstmal an die Wand genagelt. Was macht ihr mit mir? Oh, Tom, lass mich jetzt hier sofort raus. Tina, was willst du von mir? Ich tu dir doch nichts an. Ach ja, du tust mir nichts an. Du hast dich von mir getrennt. Und jetzt wirst du dir deine ganze Sache dafür bekommen. Verdammt nochmal, ich stech mich immer am Kaktus schwer. Los, Tina, zeig es ihm. Er hat es nicht anders verdient. Ja, oh ja, Tom, du sagst es. Das sind nichts. Gefällt dir das etwa? Willst du wieder mit mir zusammenkommen? Oh nein, Tina, du bist echt eine schreckliche Freundin. Ach ja, ich hab dir gesagt, leg dich niemals mit mir an und mach niemals mit mir Schluss. Aber das ist die Rache von deiner alten Freundin. So, komm her, ich mach dich fertig und dir auf dich zu wehren die ganze Zeit. Du bist da festgenagelt und du wirst nie wieder da rauskommen. Oh nein, lass mich hier raus. Oh mein Gott, du wirst alles zurückbekommen. Du wirst schon sehen, Tina. Au. Wer soll ich denn hier retten? Wie habe ich einfach entführen lassen von zwei Profi-Bankräubern? Und ich würde hier niemand finden. Hör auf, dich zu wehren, habe ich dir gesagt. Okay, okay, es reicht jetzt mit dir. Hast du verstanden? So, doch bist du mit dem Baseballschläger hier draufschlagen. Oh mein Gott, Tina, meine Freundin oder irgendwer wird mich hier schon retten. Du wirst schon sehen und du wirst alles zurückbekommen. Du bist eine schreckliche Freundin. Wie? Was hab ich denn gehört? Ich bin eine schreckliche Freundin. Okay, okay, das gibt doch noch extra Schläge. Oh mein Gott, aua, mir tut alles weh, Tina. Hör bitte auf damit. Ach, mir gefällt das super gut. Ja, Tina, mach weiter so. Okay, komm mal ein bisschen weiter mit. Wir werfen jetzt eine Vergiftung. Und frisst das, Syntix. Das kommt davon. Nein, Tina. Mir tut alles weh. Hör auf damit, Freunde. Like jetzt das Video. Wenn du mich retten willst, bitte, Freunde. Ihr müsst als alle dem Video einen Daumen nach oben geben. Haha, keiner wird dem Video einen Daumen nach oben geben. Habt ihr es verstanden, Freunde? Keiner liked von euch das Video oder ihr werdet es mit mir zu tun haben. Freunde, oh, bitte. Oh, ich krieg keine Luft mehr hier drin, Tina. Was machst du mit mir? Und du wirst alles zurückbekommen. Du wirst jetzt lebenslang hier bleiben. Und keiner wird dich hier so kommen. Voll an den Kopf getroffen. Niemand rette. Oh, die Steine tun total weh. Auf damit. Oh ja, so. Aber komm, Tina, jetzt zeig ihm mal, was du mit der Axt alles so drauf hast. Oh ja, Tom. Ich werde ihm zeigen. So, na, mein alter Freund, bist du schon weg? Hör auf, dich zu wehren, hab ich dir gesagt. Lass mich hier raus. Oh, Tina, au, au, au. Okay, es reicht jetzt. Es tut mir leid. Mir tut alles weh. Los, sag, es tut dir leid und du entschuldigst dich für alles. Sag, ich bin die beste Freundin der Welt. Du bist die... Nein, du bist nicht die beste Freundin. Du bist die schlimmste Freundin der Welt. Warte mal, die schlimmste Freundin. Okay, das gibt doch mal echt Rache. So, Kleiner. Na, komm her, hab ich dir gesagt. Und da ist mir angekommen. Im Haus von Santis alter Freundin Tina. Und oh, vielleicht ist sie hier irgendwo so ganz, ganz schnell. Die steigen aus dem Auto aus. Und nein, kein Kratzer hier reinfahren. Oh Gott. Und hallo, ist hier irgendwer... Keiner ist hier, okay, okay. Aber warte mal, er muss doch hier irgendwo sein, oder habe ich mich vertan? Und langsam macht mir echt Sorgen, Santi.
Hahaha, Santex, das kommt davon. Nimm das, nimm das. Tina, hör auf damit, mir tut schon alles weh. Warte mal, das kommt doch von da. Schau mal um die Ecke und da ist er. Und warte mal, da ist Sandy und er wird dort festgehalten von seiner alten Freundin Tina und von ihrem Freund Tom. Ich wusste es, Freunde. Haha, Santex, keiner wird dich hier jemals retten kommen. Oh doch, Unfreund, ich würde sagen, wir müssen Sandy retten. 3, 2, 1 und von hinten und kommt her. Ah, warte mal, was ist das denn hier? Hey, Santino, oh, geh weg hier. Geh weg, hab ich dir gesagt. Lass sofort, Santi frei. Komm her, Tina. Ich werde dich sowas schon fertig machen. Weg mit dir, Santi. Oh, nein. Tom, mach doch was. Aua, mich hat es auch erwischt. Oh, Mann, sehr, sehr gut. Santi, oh, was machst du denn hier? Hey, hör auf mich zu schlagen. Oh, Mann, Santi, das tut mir leid, aber du hast mich gerettet. Du hast mich gefunden. Oh ja, ich habe die Blutspuren vom Haus gesehen und ich wusste schon, dass deine böse Freundin Tina irgendwas damit zu tun hat. Aber komm, ich habe dich gerettet. Oh ja, danke schön, Santine. Du hast mich wirklich gerettet und jetzt lass uns hier sofort abhauen von hier. Und ich habe mich losgebunden, du bist frei. Oh ja, danke schön, Santine, Freunde, wir haben es wirklich geschafft. Wir wurden nochmal in letzter Sekunde von Santine gerettet. Und jetzt ganz schnell, Santine, lass uns hier wirklich sofort weg. Und Tina und Tom wurden endgültig besiegt. Oh ja. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das ist es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.